Schufa ist immer wie eine Blackbox. Man weiß nicht genau, wie entsteht mein Schufa-Score und warum bekomme ich keinen Kredit oder warum darf ich keinen Leasingvertrag abschließen. Und einer der Betroffenen ist uns jetzt zugeschaltet, nämlich Fabian Hillebrecht. Er ist Sicherheitskraft und er ist aus Nürnberg zugeschaltet. Hallo, Herr Hillebrecht. Hallo. Wie ist die Lage bei Ihnen? Sie haben einen negativen Schufa-Eintrag und fühlen sich da jetzt total blockiert. Wie sieht das im Detail aus? Im Detail sieht das so aus, dass in der Selbstauskunft viele Sachen drinstehen, die aber auch schon bezahlt worden sind. Und man weiß halt nicht weiter. Wie gesagt, man hat einen negativen Schufa-Score aufgrund dessen, dass die noch drinstehen, obwohl die schon bezahlt sind. Wie kriegt man die raus? Und ja. Sie haben mir vor der Sendung erzählt, Sie haben in früheren Zeit Handyverträge abgeschlossen und möglicherweise nicht 100% bezahlt. Das haben Sie aber wieder gerade gebogen. Das ist auch toll, denn klar, mit einem negativen Schufa-Eintrag lebt sich's halt schlecht. Ich muss mal Ann Kempkens dazu holen. Ja, negativer Schufa-Eintrag, das ist ganz schön schwer, da irgendwie ranzukommen, weil die Schufa, ja, da kann man nicht einfach anrufen und sagen, bitte löschen Sie meinen Schufa-Eintrag. Wie stellt sich die Lage aus Ihrer Sicht da, Herr Kempkens? Also wir haben gerade dieser Fall, den wir gerade gehört haben, das ist so dieser typische Fall, Verbraucherfalle, Handyverträge. Da geraten übrigens wahnsinnig viele, gerade junge Leute, in Schulden. Und wir können also erstmal selber, von daher ist das schon mal richtig gemacht, dass man eine Eigenauskunft einholt, dass man sich erstmal einen Überblick verschaffen kann. Und dann sind alle Einträge, die bezahlt werden, die sind noch 3 Jahre drin. Also bezahlt plus 3 Jahre. Das ist natürlich für den Betroffenen wirklich ätzend. Es ist bezahlt und man meint, jetzt ist ja alles gut, aber leider ist nicht alles gut. Es steht natürlich dann in der Schufa-Auskunft, steht natürlich, das ist inzwischen bezahlt, aber bleibt sozusagen dieser Negativeintrag noch da. Wir haben einen Löschungsanspruch, wenn dieser Antrag falsch ist. Also dieser Eintrag, wenn das also nicht den Tatsachen entspricht, weil, sagen wir mal, die Forderung gar nicht besteht, dann habe ich einen Anspruch auf Löschung, auf Herausnahme und den kann ich dann auch gegen das Unternehmen geltend machen, das mich hat eintragen lassen. Also nicht die Schufa, da kann ich also sozusagen keine Klage ansetzen, sondern nur da, bei dem Unternehmen, das zu Unrecht einen Eintrag veranlasst hat. Wenn das so ist, wenn der Eintrag aber bestand, bleibt er eben nach Zahlung 3 Jahre bestehen. Herr Hillebrecht, wie behindert Sie das jetzt? Was haben Sie vor, was planen Sie und was wird Ihnen jetzt verweigert? Naja, es sind Sachen, die man nicht groß voraussehen kann, wenn es nicht geplant ist. Oder zum Beispiel, wenn man ein Kind bekommt oder wenn man selber irgendwie was wechseln will, sich was Größeres aufbauen will mit Haus etc. pp. Und dann hat man trotzdem, obwohl man eben alles bezahlt hat, diese negativen Sachen mit drin stehen. Da kann man dann, wie Sie selber sagen, 3 Jahre scheinbar ist man da machtlos, was zu tun und sich selber irgendwie was zu erschaffen. Und das ist schon sehr hinderlich. Sie sind jetzt ganz junger Vater, haben Sie mir erzählt. Das heißt also, da braucht man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld, weil man natürlich auch mal seinem Kind was Gutes tun will. Wie sieht es aus, vielleicht ein neues Auto oder was sind so da Ihre Pläne? Ja, wie gesagt, das Auto macht auch Probleme. Ja, Sie sagen es, auch wegen dem Auto. Und viele verstecken sich auch irgendwo hinter diesem Corona, weil es gibt viele Sachen, jetzt halt auch wegen dem Geld, Elterngeld und dies, das, was eben alles rausgezögert wird, später gezahlt wird und da wird es eben knapp. Und da, wenn man eben, wie gesagt, diesen Schufa-Eintrag hat, wo man dann nicht mal ein Dispo nehmen könnte, das ist dann halt sehr ärgerlich und man muss gucken, dass man irgendwie über die Runden kommt. Herr Hillebrecht, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wir kümmern uns um Ihren Fall. Ich und Bild kämpft. Wir gucken mal, ob das so mit den Fristen alles okay ist, ob da vielleicht jemand einen Fehler gemacht hat. Also wir haben das auch schon mal geschafft. Da ging es um wirklich sehr, sehr wenig Geld. Und der Schufa-Eintrag war dann nach unserem Intervenieren dann plötzlich gelöscht. Also ich verspreche Ihnen, wir helfen Ihnen. Ist das für Sie okay? Wäre super, ja. Gut, dann machen wir das. Dann nehmen wir den Auftrag an und versuchen, diesen Fall auch zu lösen. Vielen Dank, Herr Hillebrecht, dass Sie in dieser Sendung waren. Und wir kommen zur nächsten Zuschauerfrage. Jedmir Hatschia hat auch Probleme mit der Schufa und wir hören mal in sein Video rein. Ich habe jetzt seit 3 Jahren einen Schufa-Eintrag und habe auch Schufa einen Brief geschrieben mit der Bitte, dass sie das löschen sollen.
da ich den Betrag schon bezahlt habe. Und der Betrag ist unter 2.000 Euro. Die Schufa meinte, das ist nicht möglich. Ich muss jetzt 3 Jahre drauf warten, bis es gelöscht wird. Wollte sie jetzt fragen, ob es möglich wäre. Gibt es da rechtliche, gesetzliche irgendwas, das man machen kann, dass man das vorzeitig löschen tut, beziehungsweise sofort? Weil mit der negativen Schufa-Eintrag kann ich kein Eigentum Kredit nehmen, beziehungsweise gar keinen Kredit aufnehmen. Ja, also ein ähnlich gelagerter Fall. Die Frage, was kann man so dagegen vornehmen? Hat man da überhaupt Chancen? Weil ich vermute, es geht jetzt hier um 2.000 Euro, ist vergleichsweise wenig. Wenn man halt jetzt sagt, ich möchte doch ein Haus, dann scheitert das jetzt wirklich an diesen 2.000 Euro aus der Vergangenheit. Kann man da irgendwas machen, Herr Kempkens? Also diese 2.000 Euro Grenze ist ein ganz wichtiger Punkt, denn dieses Schufa-Problem, es sind übrigens 68 Millionen Menschen dort gespeichert. Ich habe heute Morgen nochmal auf die Seite der Schufa geschaut, da werden diese Zahlen angegeben. Das ist also eine Wahnsinnsmenge an Daten. Und weil natürlich das zu erheblichen Schwierigkeiten führt, gibt es sozusagen so eine Kleinkreditklausel, möchte ich persönlich das jetzt mal nennen. Also wenn man eine Forderung hat bis zu 2.000 Euro und die innerhalb von 6 Wochen zurückbezahlt, dann wird dieser Eintrag schneller gelöscht. Und das aber nur, wenn es nicht zu einem Urteil kommt oder zu einem Vollstreckungsbescheid. Also wenn das rechtskräftig festgestellt wird, bleibt es bei dieser Normalregelung. Und diese Normalregelung sagt, zahlen und dann eben 3 Jahre drin. Und da können wir nur was machen, wenn wir entweder sagen, diese Kleinklausel ist einschlägig, das heißt, ich habe schnell genug zurückgezahlt, müsste man sich im Einzelfall mal ansehen. Oder dass man sagt, der Eintrag war schon selber nicht in Ordnung. Dann ist aber Ansprechpartner nicht die Schufa, sondern der Vertragspartner, der sozusagen diesen Schufa-Eintrag veranlasst hat. Das heißt, ich müsste natürlich recherchieren, es bringt nichts, bei der Schufa vorstellig zu werden und sagen, Mensch, was ist denn da los? Die sind da quasi nur Dienstleister, also ich muss herausfinden, wenn ich diese Unterlagen noch habe, wer ist dafür verantwortlich? Das wird wahrscheinlich ein Geschäft, ein Unternehmen oder ein Shop gewesen sein. Und da muss ich dann wahrscheinlich anrufen. Sie sind ja kein Fan von Anrufen, also was schreibe ich denn denen? Wenn sich jetzt herausstellt, beispielsweise die Forderung war streitig. Also ich höre das immer in der Praxis übrigens auch. Das ist so eine typische Angst auch der Verbraucher. Die Verbraucher haben diese Schufa-Klausel unterschrieben, wenn sie einen Vertrag machen oder wenn sie beispielsweise eine Kundenkarte bei einer Parfümerie oder so unterschreiben, dann unterschreibt man schon diese Schufa-Klausel. Das bedeutet, das Unternehmen kann da die Schufa-Anfrage machen, kann aber auch, wenn es dann zu Störungen kommt, eine Schufa-Mitteilung machen. Und viele haben Angst, wenn sie eine Forderung bestreiten und sagen, ja, die Forderung besteht doch gar nicht, dass man dann sofort einen negativen Schufa-Eintrag bekommt. Das ist nicht der Fall, sondern diesen Schufa-Eintrag bekommt man ja nur, wenn die Forderung festgestellt ist oder unstreitig ist, also wenn da einfach nicht bezahlt wird, nur dann gibt es ja diesen Eintrag. So, und auf diesem Weg kann es natürlich immer wieder zu Schwierigkeiten kommen, dass da falsche Daten angegeben werden, dass beispielsweise die Forderung streitig ist oder dergleichen, aber dann Ansprechpartner, da müsste man gucken, wie kam es zu diesem Eintrag. Wenn es zu diesem Eintrag berechtigt gekommen ist, kann man im Grunde genommen nur was machen, wenn man mit dieser 6-Wochen-Klausel agiert, also innerhalb von 6 Wochen zurückzahlt. Ansonsten ist das wirklich echt ein echtes Problem. Und dann muss man tatsächlich, und das ist natürlich ein bitterer Rat, aber da muss man tatsächlich diese Frist abwarten, 3 Jahre. Ein weiteres Thema, was auch viele Zuschauer beschäftigt, wenn ich Miete bezahle und vielleicht sage, jetzt wegen Corona kann ich jetzt gerade nicht bezahlen. Riskiere ich da auch einen Schufa-Eintrag vom Vermieter? Nein, im Moment haben wir diese Problematik ja nicht, weil wir ja noch diese Möglichkeit haben, also so ein Zahlungsaufschubkraftgesetzes, der ist ja noch gültig und der gilt ja für Zahlungen, die ich Schufa-bedingt, sage ich schon, Corona-bedingt nicht leisten kann, also die ich Corona-bedingt nicht leisten kann. Da gibt es ja im Moment einen Zahlungsaufschub und das führt nicht zu einem Verzug des Schuldners. Heißt, eine Klage wäre nicht möglich, ein Mahnverfahren wäre nicht möglich und auch kein Schufa-Eintrag.